Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zur 105. Folge von Neo 2. Wir sind immer noch bei dem feurigen Dämon bei der Mission. Ja. Ist klar. Haben hier den Schrein gefunden. Was Schönes. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Gucken mal, wo wir durch können. Da gab es ja noch eine Tür, die ich nicht öffnen konnte. Jetzt kann man die öffnen. Wunderbar. Ist das denn der richtige Weg? Ja, ich will hier aber noch ein bisschen aufräumen. Weil hier kann man auch noch ein bisschen Amrita sammeln und kämpfen. Komm, vom Karasu Tengu aufgeschlitzt. Dann wirst du jetzt von mir auch noch gleich aufgeschlitzt. Siehst du? Es gibt sogar zwei ganze Uchoko-Becher. Wunderbar. So, da oben müsste noch ein Yoki sein. Wenn ich mich nicht täusche. Tatsächlich. Der mit dem Handrohr. Holy fucking shit. Na, da muss ich erstmal ein Elixier nehmen. Was machst du? Oh. Okay, tot. Auch schön. Die anderen sind auch alle runtergefallen. Ah, jetzt wird's aber ein bisschen hart, du. Jetzt wird's aber ein bisschen hart, wenn ich ehrlich sein darf. Alter! Aber auch um mich zu schießen, Kollege. Komm her. Alter. Der Typ macht auch ordentlich Damage, du. Oh, da ist ein Kodama. Ich bin bald bei dir, mein lieber Kodama. Ey. Schon wieder ein Elixier saufen. So, der ist schon mal tot. Der nächste bitte, komm. Oh yes, baby. Gib ihm. Boah. Das war mal ein Fight, ha? Huh? War's alles? Ja. Der Kollege ist verschwunden. Gut. Dann gehen wir wieder nach oben und machen da diesen... Ah, oh, den hier müssen wir noch erledigen. Komm, gib ihm. Ist er tot? Ja. Und ich habe vorhin vergessen, was zu machen. Naja, mach was beim nächsten Schrein. Erstmal das hier kaputt machen. Das Ding macht mir sogar Damage, lol. So, fertig Damage. Könnte es, ja. Abweichler Geisterstein, was ist das denn? Oh, einen Seelenstein habe ich auch noch bekommen. Holy fucking shit, vielleicht reicht das schon wieder für ein Level Up. Nee. Ah, nee, das nicht. Oder? Oh, ich habe noch die Locke eines Onmyo-Magiers, den Seelenstein. Ja. Sonst noch was? Nee. Onmyo-Magie, zeig mal her. Mit die Wegdauer von heiligem Wasser um 30%. Was machen wir denn? Was machen wir? Was kann ich denn brauchen? Tja. Plus 5 Feuerschutz, sehr cool. Ja, was... Ich mach hier. Das heilige Wasser um 30% die Dauer erhöhen. Das kann man für die großen Bossfights halt sehr, sehr gut brauchen. So. Na dann. Da hinten ist auch noch ein großer Kristall. Okay. Ich will jetzt aber wissen, wie ich zu dem Kodama hier komme. Ah, hier. Guck. Hi. Na? Ich zeig dir den Rückweg, mein Kleiner. Du bist jetzt sicher. Warum die Erde bebt. I have no idea. Und da möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht hin. Ich habe nämlich keinen Begleiter. Und das ist, finde ich, jetzt nicht so geil. Wenn ich ehrlich sein darf. Da ist wieder der Kappa. Ich möchte jetzt da mal durch diesen Durchgang gehen. Was passiert, wenn ich hier durchgehe? Da ist ein Yoki. Mehr aber auch nicht.
Okay. Oh, und es ist einer mit einem Kusarigama. Ach ja. Okay. Oh, aber es ist ein toter Yoki. Es hat ein Elixier gegeben. Oh, hi. Du bist zum Glück kein richtiger Gegner. Ganz zu meinem Erfreunis. Was haben wir hier oben noch so Schönes? Ah, hier kann ich sogar durch. Das ist noch ein Kodama. Ah, ist doof, ne? War da jetzt nicht gerade ein Kodama? Hä? Ah doch, da ist er. Hi. Komm schon. Da bist du happy, hä? Huh? Ich auch. Wenn du happy bist, bin ich happy, lieber Kodama-Kollege. So, Lundenschloss-Munition. Kann ich hier aufmachen? Oh shit. Was habe ich gemacht? Oh nee. Ach du Heilige. Ja, dann müssen wir wohl gegen ihn jetzt kämpfen, ha? Finde ich jetzt nicht so geil, gegen Kuroko zu kämpfen. Vor allem ohne Partner. Komm her! Und viel Damage frisst er jetzt auch nicht wirklich, ha? Elixier, danke. Gib ihm los. Finisher-Move auf ihn machen wäre noch gut. Oh ja. Genau so. Das macht nämlich gut Damage. Och nee, du gehst auch ins Yokai-Reich. Okay. Ah ja. Interessant. Was du da machst. Lass mich bitte hier zuerst. Danke. Oh je, du. Lass mich bitte nicht sterben. Oh Gott. Hier, heiliges Wasser. Holy shit. Komm. Komm her. Und kam ein Touch aufgeschlitzt. Ja, der hilft ihm halt auch noch. Gut. Cool. Richtig cool. Feier ich. Ja. Huh. Aber ich hab Modachi-Fähigkeitspunkt. Was mache ich denn? Ich muss fast hier nach oben gehen, ne? Oder hier? Ja. Kann man machen. Okay. Gut. Na dann, nehmen wir den hier mit. Stufe 118. Wunderbar. Und gehen direkt wieder zum Kuroko. Würde ich mal behaupten, ha? Let's go. Machen wir es halt nochmal. Haben ja nichts zu tun. So. Komm her. Ja. Was machst du da? Komm her, mein Lieber. Oh ja. War das ein geiler Wuchkonter. Komm her. So, Pfeile. Wunderbar. Gibt es hier noch ein Elixier? Tatsächlich gibt es eins. Und wir kämpfen noch schnell gegen ihn hier. Kann ja hier kein Gegner kommen. Das ist ja gut. Ja, es ist ja maximal unfair. Ein Kürass und nur Chogobecher. So. Oh yeah.
Aber er hat halt viel, viel weniger Zähigkeit. Also jetzt nicht unbedingt Feuer. So. Na dann gehen wir nochmal hier rein, ha? Ich pack hier mal einen rechtschaffenen Jaspis hin. Machen wir so. Schade, kann man nur 3 Stück aktiv haben. Gut, dann gehen wir wieder rein hier. Na dann. Let's go. Hör auf mit dem Scheißdreck hier. Ey. Wobei, das kann man einfach kontern, ne? Ja, Zeit fürs erste Elixier. Oh, nee. Ja, gut. So, heiliges Wasser bitte. Machen wir Momentwache-Amulett. Wunderbar. Ja, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das war aber schlecht, weil ich keinen Finisher machen konnte. Oh ja. Mit deinem Partner ist es schon viel, viel angenehmer. Oh ja. Ah! Oh. Ja, ich musste ihn töten. Er war eigentlich ein treuer Weggefährte. Ein sehr, sehr treuer Weggefährte sogar. Aber wenn er sich nicht im Griff hat, dann hat jede Reise sein Ende. Kann ich wieder zurückgehen? Kann ich? Gut. Dann gehe ich jetzt nämlich wieder zum Schrein. Warum bist denn du jetzt schon wieder? Warum seid ihr schon wieder hier? Oh, komm her. Ja, geil, ne? Das war richtig gut. Are you kidding me? Aber nicht sterben. Dankeschön, ey. Boah. Ich will doch nur schnell zurück zum Schrein gehen. Und dann auf die andere Seite den Kamaitachi töten. So, mein lieber Schrein. Habe ich hier noch ein paar neue Sachen? Oh ja. Ja, überzeugt mich nicht. Kann ich nicht anziehen. Okay. Das müsste fürs Level Up eigentlich reichen, wenn ich hier alles als Opfer darbringen kann. Ich hoffe, es reicht. Wahrscheinlich knapp nicht, ne? Doch, es reicht gerade noch. Es reicht ganz knapp. Geil. Dann machen wir hoch die Ausdauer. Oder? Oder das Herz? Kommen wir mal ans Herz hoch. Auf eine 22. So. Noch 34 Elixiere habe ich im Lager. Ja, sammeln wir das Zeugs mal. Würde ich behaupten. Hallo. Aua. Oh, das ist sehr gut, was du da machst. Das war auch sehr gut, weil ich aber eine verdammte Maschine bin. Und der nächste bitte. Oh, shit. Nein, 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 nein. Ey! Okay, wenigstens ist es nicht weit weg und wenigstens hatte ich gerade das Level up. Ist auch schon mal schön. So, ich würde gerne den Kamaitachi noch töten gehen, der ja auf der anderen Seite ist. Oh, ich habe nicht mehr so verdammt viele Schokobecher. Komm, töten wir dich mal. Und ich will noch ganz kurz was am Schrein machen. Alter. Ey! Ey! Wow. Ja, Ochoko-Becher für nix ausgegeben. Genau das meine ich. Das habe ich jetzt in dieser Mission schon sehr, sehr oft gemacht. Ochoko-Becher für nichts verbraucht.
Nee, ich würde gerne, doch, eigentlich eine Seelenfusion könnte ich machen. Ryomen, nee, nicht Ryomen, Sukuna. Mitsuma Yasura. So. Ey! So. Let's go. Karasu Tengu. Oh, kann ich nicht. Okay, Nure Onna. Auch nicht. Maratasu Krieger ist das Einzige, was ich habe. Aber der sieht richtig nice aus. Da das Zeugs auf den Gegnern ballern. Das möchte ich gerne ausrüsten. Für eine Wume-Seelenkern. Ah. Oh, geht nicht. Es geht. Oh, ich hab das schon. Nee, hab ich nicht. Da muss ich den Mitsuma Yasura wegnehmen, ha? Aber den Ubume-Schrei möchte ich generell wegmachen. Wenn ich ehrlich bin. Die Gegner betäuben wäre noch was, ne? Oder ich pack den Mitsuma Yasura für die Ubume rein. Geht auch nicht. Was kostet er denn? 4 kostet er nur. Was kostet denn die Ubume? Auch 4. Der kostet 6? 7? Hm. Und geht das nicht? Ha! Na, dann geht's halt nicht. Dann bleibe ich mal vorübergehend beim... Nee, warte mal. Was anderes als Ubume möchte ich. Aber was denn? Skelettkrieger? Geht das? Auch nicht. Okay. Kuroka? Auch nicht. Radmönch? Den möchte ich gar nicht. Abweichrischer Soldat. Geht das? Das würde gehen. Na, ah, ich bleib beim Ubume. Komm, scheiß drauf. So. Ja, mein Grab da oben ist jetzt garantiert weg. Denke ich mal. Och, fuck me. Jetzt kommen sie beide. Dann muss ich doch den Kollegen hier holen. Los. Blitztränkung für nichts gemacht. Das hätte auch gut Damage gemacht, du. Vor allem hat sie ihn überrascht. Aua. Come on, Baby. Aua. Ich habe ein Elixier zurückbekommen. Was ja schon mal schön ist. Komm her, Yoki. Gib ihm los. Oh yes. So, da drüben der abweichliche Soldat. Ist ich gestorben? So. Alright, alright. Dann bist du noch dran. Na? Kannst du nichts dagegen machen, ha? Kannst du nichts machen, mein Lieber. Aber keine Angst, ich komme zu dir. Das hat mich sogar getroffen. Lol. Komm schon. Ja. Na dann. Ich wollte den Elixier nehmen und dann gehen wir mal hier rein. Zum Kamaitachi. Und versuchen, ihn mal noch zu töten im heutigen Part. Komm her, mein Lieber. Ja? Oder hat's da noch andere Sachen? Nee. Okay. Alter. Macht der Typ Damage. Unangenehm. Was haben wir hier? Na komm. I'm ready.
Hab ich ihn getroffen? Nee, natürlich nicht. Kannst du auch mal treffen? Komm. Ja, jetzt habe ich getroffen. Aber auch noch Damage gekriegt. Was macht er jetzt? Oh, geh auf mich mit. Geh mal nicht die ganze Zeit auf meine Kollegin hier. Wäre schön. Nee. Lokai Reich kannst du auch noch. Alright, alright. Ich hab verstanden. Du bist böse. Oh Gott. Zum Glück durfte ich das Elixier gerade noch nehmen. So. Aua. Ja, der Kollege ist tot. So, was mache ich jetzt? Was macht er jetzt? Ach, Damage. Nicht geklappt, okay. Ja, mit dem Medic. Ach Gott, ey. Alter, macht der Damage! Was ist denn los mit ihm? Ja, wir machen das morgen. Ich habe keinen Bock mehr heute. Oh, ein bisschen Pause. Wir machen morgen den Kamaitachi. So. Ja. Dann würde ich sagen, bis morgen. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.